Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Jonetz und sprüße euch herzlich zu einer neuen Manga-Review. Es ist mal wieder Zeit für einen Beitrag für die Hashtag Pride and Passion Aktion. Und diesmal habe ich mir gedacht, gut, wir hatten zwar jetzt mit unseren Farben schon einen Titel, der Boys Love, also halt eine Homosexualität ernsthaft bespricht, aber wir hatten halt auch keinen klassischen Boys Love und ne, Homosexualität ist nicht nur immer ernst, Gesellschaft ist scheiße, bla bla bla, sondern macht halt auch mal Spaß. Und dementsprechend gibt es heute mal einen etwas klassischeren Boys Love, und zwar von Hayabusa, und zwar der Titel Tease Me or Love Me, welcher tatsächlich bei mir ein kompletter Spontankauf war. Ich wollte ihn mir ursprünglich gar nicht holen, doch dann, umso öfter ich das Cover gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, scheiße, ich mag den Art-Style. Also, ja, hier sind wir jetzt. Und ich würde sagen, wir klären erstmal, worum es sich in Tease Me or Love Me überhaupt dreht. Es dreht sich um den Privatdetektiv Asna, der eines Tages ganz plötzlich in der Nähe seines Detektivbüros ein kleines, aber feines Café entdeckt. Und du denkst, ja, komm, gehst doch mal rein. Und direkt beim Reinkommen, bam, da sieht er schön in den Anführungszeichen Besitzer Seiji. Wobei Besitzer hier das falsche Wort ist, weil eigentlich Seijis Opa der Besitzer ist. Und Seiji nur gerade den Laden übernommen hat, während sein Opa im Krankenhaus war. Und ja, man, er sieht Seiji und oh, weiß, okay, den will er. Und so macht er sich natürlich nach und nach an Seiji ran. Und ja, ich muss sagen, als ich dann gestern fertig war mit dem ersten Mann, war mein erster Gedanke so, ich war ein bisschen verärgert, denn Tease Me or Love Me ist einfach viel zu kurz. Denn das Ding machte Laune. Es hatte wirklich Spaß. Mal zum nächsten Mal die Charakter Seiji und Asna. Asna finde ich persönlich sehr interessant von seiner, ja, von seinem Charakterzügen her, dass er halt zum Beispiel keine Liebschaft, keine Beziehung wirklich will, sondern er will halt einfach nur knallern. Und zwar egal ob Mann, Frau, sobald eine Person halt sein Interesse geweckt hat, will er diese Person knattern. Und ich muss sagen, gerade so dieser Rückblick, als so ein bisschen gezeigt wurde, warum er so denkt und Co., da war ich schon so, das klingt eigentlich ganz cool. Aber auch bei Seiji fand ich seine Backstory sehr faszinierend. Zum Beispiel, warum er unbedingt Kaffee machen will. Und ja, das fand ich zunächst mal richtig cool. Und ich fand auch die Charakterdynamik irgendwie süß. Gerade im ersten Kapitel musste ich an einigen Stellen wirklich schmunzeln, weil es tatsächlich witzig war. Und dann halt vor allem Artwork. Das Artwork, holy fuck, das Artwork. Tease Me or Love Me hat, finde ich, einen richtig coolen Artstyle. Vor allem die Character Designs sind 10 von 10 in meinen Augen. Ich muss sagen, Seiji erinnert mich optisch sehr an Kay aus Folge den Wolken nach Nord-Nordwest. Also schreibt mir mal in die Kommentare, geht's nur mir so oder findet ihr auch, dass er so ein bisschen Kay ähnelt, vor allem im Manga selber. Habe ich dann eigentlich echt gedacht, what the fuck, Kay, was machst du denn hier? Und ja, ich mochte einfach das Artwork, die Charakterdynamik, die Backstories, dieser Hauchhumor war einfach nice. Dann zum Maßen muss man natürlich sagen, es wird ja auch geknallert. Da muss ich allerdings sagen, ja, die waren jetzt nicht so spektakulär, also... Ich stehe zwar empfohlen ab 18 Jahren hin drauf, aber erwartet jetzt nicht, keine Ahnung, wo ist er? Hier. Erwartet hier jetzt keinen mit Schwert und Bogen, wo es halt wirklich nur ums Knallern geht. Ich würde schon sagen, dass bei Tease Me or Love Me halt wirklich die Characters im Fokus stehen und so einfach eine nette kleine Geschichte erzählt. Doch halt, da kommt jetzt ein Punkt, der mich halt so, ja, ärgert. Es war halt einfach viel zu kurz. Die Backstories, die Charakterdynamik, es war einfach nicht genug Zeit da, das alles anständig auszuarbeiten. Wo ich mir so an einen Punkt gedacht hat, okay, ganz ehrlich, wenn das 2, vielleicht auch 3 Bände gewesen wäre, hätte das Ding locker eine 9 von 10 werden können. Und da war ich halt einfach ein bisschen sauer auf Japan, dass das Ding nur in einen Band bekommen hat. Und auch die Autorin hatte hinten im Kommentar geschrieben, dass es halt, dass er halt auch einige Szenen streichen musste, weil nicht genug Platz war. Wo ich halt denke, oh Mann, die hätte ich halt gern gesehen und halt auch einfach, dass sie gerne mehr gezeichnet hätte. Ist schade. Weil jetzt als Fazit, Tease Me or Love Me ist ein wirklich solider Boys Love Manga. Klar, das Ding ist keine Revolution. Aber es macht seinen Job ziemlich gut. Es ist für einen Einzelband perfekt, als Einzelband perfekt für zwischendurch.
Es ist nichts, wo man danach super deprimiert ist, sondern es ist hauptsächlich eigentlich ganz süß und macht halt einfach Spaß. Zumaßen am Ende ist man ein bisschen verärgert, weil es halt viel verschwendetes Potenzial hat. Trotzdem kriegt Tease Me or Love Me von mir eine 7,2 von 10, weil das Ding hat mir mehr Spaß gemacht als gedacht. Und dazu kommt bei Ray natürlich auch noch in der Erstauflage mit einer SNS-Card. Ja, ich sag, ganz ehrlich, kann man sich wirklich geben. Also Boys Love Fans hier unbedingt zugreifen. Vor allem muss ich auch sagen, gefällt mir tatsächlich das Buchrückendesign. Aber das ist nur Nebensache. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Manga-Review angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt ihr Tease Me or Love Me gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Oder werdet ihr ihn euch noch holen? Wie gesagt, gerne damit ab in die Kommentare. Sagt, ah, ich liebe ihn. Aber diese Dynamik zwischen den beiden Hauptcharakteren, die sich auch so ein bisschen ärgern und ha, einfach nice. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ein Abo kostet nichts, zumindest sollte es nichts kosten, weil irgendwas bezahlt man, ist gewaltig falsch. Fun Fact, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist für Pride and Passion schon über 20 Euro zusammengekommen. Holy fuck, also, ja, würde mich freuen, wenn ihr weiter meine Videos schaut, weil das heißt, es kommt noch mehr Geld für einen guten Zweck zustande. Und ja, ich würde sagen, außer, danke fürs Zusehen und ciao.